Hallo, ich bin Sebastian von Artist Travel und das ist meine linke Hand. Heute geht es um Gesichter. Zunächst mal erst um die Proportionen von Gesichtern. Ich benutze einen besonderen Stift. Normalerweise liebe ich ja hier diesen Bleistift. Warum nutze ich nicht meinen sonst geliebten Faber-Castell 9000? Das ist der, den ich eigentlich immer benutze. Es gibt was Neues von denen. Der ist zwar theoretisch auch schon schön schwarz, aber wenn ich jetzt den Stift nutze, den ich heute zum Zeichnen nehme, dann werdet ihr sehen, dass je nach Lichteinfall der obere Stift ganz, ganz schnell heller wird, weil er nämlich das Licht spiegelt. Und der untere Stift, der bleibt immer schwarz. Wir malen uns am Anfang oder zeichnen uns am Anfang ein bisschen warm. Das heißt, möglichst viele, möglichst runde Kreise zu zeichnen. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, sich warm zu zeichnen. Bitte mit der ganzen Hand, mit dem ganzen Arm diesen Kreis zeichnen. Nicht so auf dem Blatt liegen bleiben mit der Hand und hier nur, dann habt ihr einen ganz anderen Radius, der ist nur so, sondern wirklich die Hand und den Arm, mindestens den Unterarm, locker schwingen lassen und versuchen, so viele wie möglich runde Kreise zu zeichnen. Keine Ellipsen, keine Bohnen, kein Oval, sondern einfach nur einen möglichst runden Kreis. Da fangen wir an. Dann haben wir zwei Vorbilder heute. Habe ich ganz bewusst gewählt, weil Mann, Frau und unterschiedliche Gesichtsformen. Hier sind die beiden. Zack, zack. Ihr seht schon, er wirkt ein bisschen schmaler in der Gesichtsform, sie etwas breiter. Habe ich bewusst gemacht, um euch zu zeigen, dass man auch so unterschiedliche Gesichter mit dieser einfachen Methode tatsächlich abbilden kann. Und dann, wie gesagt, Mann, Frau. Wir fangen mit ihm hier mal an. Und die Methode, mit der wir das machen, ist total simpel. Guckt mir mal zu. Ich zeichne zunächst mal einfach nur einen Kreis. So. Den halbiere ich hier. Und dann zeichne ich unten den gleichen Kreis nochmal. Den setze ich an genau auf der Hälfte des oberen Kreises. Gleicher Kreis, gleiche Rundung, drunter nochmal. So, jetzt habe ich also oben einen Kreis, den habe ich halbiert. Der ist hier etwa zu Ende, auf der Hälfte des unteren Kreises. Und dann habe ich unten nochmal eine Kreishälfte. Und ihr seht schon, glaube ich, worauf es hinausläuft. Ihr seht den Kreis hier oben, den könnt ihr euch denken. Und den unteren Kreis habe ich nur einfach angesetzt, um zu sehen, wo das Kinn ist. Ich deute jetzt mal einfach nur mit Schatten, ganz vorsichtig erstmal, die Augen an, die Nase an und den Mund. Wobei der Mund aus einer Oberlippe und einer Unterlippe besteht. Die Oberlippe ist dunkel, zack, hier. Die Unterlippe, die wird hier unten, sieht man jetzt nicht wegen des Bartes, aber hier unten durch einen Schatten begrenzt. So, ihr seht jetzt hier schon, entsteht ein Gesicht. Ohne, dass ich irgendwas gezeichnet habe, nur einfach, indem ich die Schatten angedeutet habe. Warum ist das so? Klar, alle Teile, die hervorstehen, wie hier oben die Augenbrauen und die tief dahinter liegenden Augenhöhlen, die Nasenspitze und die tief dahinter liegende Oberlippe und natürlich auch die Oberlippe selbst. Alles, was vorsteht, wirft nach unten einen Schatten. Das sieht man hier bei dem Schattenmann besonders gut. Zack, Auge 1, Auge 2, Nase, Oberlippe. Unterlippe begrenzt hier durch diesen Schatten und dann natürlich das Kinn. Und das kann ich hier ganz einfach auch machen. Hier unten ist das Kinn, Schatten drunter, hier ist die Oberlippe, Schatten drunter, der Nase und die beiden Augen. Damit habe ich automatisch und ohne, dass ich groß etwas tun muss, schon alles an der richtigen Stelle. Um es ein bisschen deutlicher noch zu machen, kann ich jetzt hier die beiden Augenbrauen an den oberen Rand setzen. Die sind hier so ein bisschen geschwungen bei ihm. Eigentlich sogar sehr schön geschwungen. Da eine. So, dann seht ihr schon mal, wo die Augenbrauen sitzen. Und kann hier unten, um die Nase so ein bisschen konkreter zu machen, Achtung, immer auf die Mittellinie aufpassen. Die Nase muss natürlich genau in der Mittellinie sitzen. So eine Art Vogelform machen. So, zwei Schwingen und den Vogel da in die Mitte. Dann habe ich schon eine Nase angedeutet hier unten. Und auch die Lippe kann ich natürlich, wenn ich das will, jetzt schon ein bisschen hochschwingen. Zack, mache das obere Teil dunkel und schon wird es viel, viel realistischer. Seht ihr schon. Achtung, aufpassen, dass das alles schön parallel auf diesen Linien hier liegt.
nicht irgendwie schief machen, sondern immer ganz gerade auf die Linie drauf. Was brauche ich jetzt noch? Ich muss hier drunter, auch in den Schatten rein, irgendwo noch ein bisschen den Augenbogen hier zeichnen, den einen, den anderen. Worauf muss ich achten? Die Augen sollten immer ungefähr ein Auge breit auseinanderstehen. Für die von euch, bei denen die Augen immer entweder zu eng beieinander sind oder zu weit auseinander, achtet einfach darauf, dass ungefähr eine Augenbreite dazwischen passt. Das ist bei den meisten Menschen ganz genau der Fall. Und dann gibt es Millimeterabweichung, also hier, ne? Auge, Abstand, zweites Auge. Das ist bei den Menschen millimeterweise natürlich unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen passt das schon. Und dann könnt ihr außerdem noch praktischerweise nach außen ein weiteres Auge ansetzen, also gedacht, ein weiteres Auge ansetzen. Und schon habt ihr alles, was ihr hier braucht, um den Typen einigermaßen sauber hinzubekommen. Ihr habt die Augen jetzt richtig auseinander, eine Augenbreite, und ihr habt außen genügend Platz, um jetzt das restliche Gesicht unterzubringen. Ihr seht dann auch hier, die Ohren fangen praktischerweise genau auf der Höhe der Augen an und enden praktischerweise genau da, wo die Nase auch endet. Das ist bei den meisten Menschen ähnlich. Wir werden gleich sehen, dass es nicht genau ist, aber relativ genau. Hier drüben dann auch kommt das zweite Ohr ran, geht bis runter an die Nase. Damit habe ich die Ohren. Jetzt muss ich nur noch das Kinn, also aus dieser Halbkugel da unten, relativ gerade das Kinn machen. So, dann habe ich dieses Gesicht schon mal erfasst und kann jetzt hier die Haare ansetzen. Hier habe ich Stirn. Ihr seht das, die Stirn ist jetzt nicht so wahnsinnig hoch bei ihm. Ich kann es also hier irgendwo begrenzen. Je nachdem, wie hoch der Haaransatz ist. Bei Menschen mit Glatze kommt hier gar nichts mehr. Bei ihm kommt hier eine ganze Menge noch. Sieht man, super. Bei mir wäre das nicht halb so viel. Also kann ich hier noch eine ganze Weile hochgehen. So, und das auch schon mal schraffieren, dunkel schraffieren, damit man so einen Eindruck bekommt, was hier noch alles kommt. Dann hat er natürlich auch einen Bart, den wollen wir auch nicht vergessen, den schraffieren wir aber auch nur. Wir machen jetzt also keinen Kurs im Bartzeichnen, wir machen das einfach nur mit einer Schraffur, sodass man grob versteht, ah, hier kommt unten noch was. Damit wird der Kopf schon ganz gut. Ich muss ein bisschen darauf achten, dass ich hier diesen Schwung an der Seite ganz vernünftig hinbringe. Aber das ist, wo ich jetzt die Proportionen richtig habe, eigentlich nur noch abmalen. Also da brauche ich jetzt keine Gedanken mehr machen. Das kriege ich dann ganz automatisch dahin, wo es hingehört. So, jetzt vielleicht noch hier ein Halsansatz. Das wird immer eleganter, wenn ihr nochmal einen Hals irgendwo dran setzt unten. Den muss man aber nur andeuten. Features im Einzelnen, wie so eine Nase genau aussieht, wie so ein Mund genau aussieht, das machen wir in einem nächsten Tutorial. Hier geht es jetzt einfach nur mal darum, dass ihr wisst, wo die sitzen und dass ihr an der richtigen Stelle den Schatten setzen könnt. Gleiches Thema nochmal. Nicht mit einem männlichen Charakter diesmal, sondern mit einem weiblichen. Da ist er. So, ganz genau das gleiche Prinzip. Das heißt, wir fangen wieder an mit zwei Kreisen. Ich mache die Kreise etwa gleich groß, damit die beiden Gesichter side by side gut vergleichbar sind. Hier ist der Kreis Nummer 1, etwa diese Größe. Hälfte wieder auf der Höhe der Augenbrauen. Darunter nochmal einen Kreis in der gleichen Größe, sodass wir etwa an der gleichen Stelle wieder das Kinn sitzen haben, nämlich hier unten. Mittellinie ziehen, die läuft hier, sodass die Augen, die Nase und der Mund immer auf der Mitte sitzen. Und diesmal eben, wie gesagt, mit einem
weiblichen Gesicht. Ich hole es mir hier nochmal rein, dass man es direkt nebendran sieht. Was natürlich jetzt hier auffällig ist, ist, dass sie ein bisschen ein breiteres Gesicht im Verhältnis hat zu ihm. Das sieht man, wenn man die beiden direkt nebeneinander legt. Also relativ schlankes, schmales Gesicht mit Augenbrauen, die etwas weiter zusammenstehen. Und sie ein etwas breiteres Gesicht mit Augenbrauen, die etwas weiter auseinander sind oder gezupft sind oder so. Das muss man jetzt berücksichtigen, das kann man aber auch. Man kann aber trotzdem wieder anfangen, so wie wir bei dem Kerl auch angefangen haben, diese zwei Ringe untereinander. Dann haben wir hier wieder, deuten wir auch wieder erstmal nur an, links und rechts von der Mittellinie unterhalb dieser Kreishälfte. Unsere Augen sitzen, diesmal etwas zarter zeichnen ist eine Frau. Hier die Nase auch wieder unten am Ende dieses ersten Kreises, aber ein Stückchen weiter oben, denn man sieht schon, ihre Nase ist etwas stupsiger, etwas kürzer als seine, ist etwas länger. Das muss man also, kann man berücksichtigen, indem man einfach ein bisschen weiter oben mit dem Schatten ansetzt, also etwa hier. Und dann eben unten darunter wieder der Mund. In dem Fall hier ist der Mund leicht offen, das heißt, dieser zweite Schatten von der Unterlippe, der sitzt etwas weiter unten, etwa hier. Auch hier gilt wieder, die Augen müssen etwa ein Auge auseinanderstehen und dann müsste nochmal ein weiteres Auge am Rand Platz sein, um die Ohren unterzubringen. Kriegen wir hier mühelos hin. Da ist also sozusagen das Ohr, das setzt auch hier wieder oben an den Augen an, läuft dann hier runter bis zur Nase, also etwa bis hier. Und auf der anderen Seite kann ich es anzeichnen, ich sehe es aber nicht, weil hier die Haare drüber hängen. Aber nur der guten Ordnung halber, hier wäre ungefähr das zweite Auge. Also auch hier hilft uns unser Modell wieder mit den beiden Kreisen. Jetzt werde ich etwas präziser, deute hier ein bisschen wieder die Augenbrauen an. Da hängen jetzt hier die Haare drüber, auf der anderen Seite hier. Ihr seht das ziemlich genau auf der Hälfte jetzt wieder dieses oberen Kreises, zeichne ich die ein und darunter erstmal nur als Bögen angedeutet, hier und hier, das kann man gleich noch ein bisschen präzisieren, die Augen. Mehr machen wir heute ja mit den Augen nicht, wir deuten sie einfach erstmal nur an und da unten, wo ihre Nase sitzt, mache ich wieder diese kleine Bewegung, die wie so ein Vogel aussieht, einmal, zweimal, diesmal ein bisschen weiter oben, weil wie gesagt ihre Nase etwas kürzer ist und dementsprechend muss ich natürlich den Mund dann etwas höher ziehen, sodass er hier etwa ansetzt. Die Mundwinkel, das kann man hier gut sehen, sind etwa in der Mitte der Augen zu Ende, also etwa hier und hier. So passt das dann auch. Die sind ein bisschen dunkler, weil die halb offen stehen. Das heißt, ich mache hier oben die Mundwinkel etwas dunkler. So. Und schon sieht das ein bisschen so aus, als würde sie lächeln. Auch hier die Lippen wieder dunkel machen. Die sind schattiert hier oben. Dann sitzen da die Zähne. Darunter ist etwas frei. Und dann kommt hier die Unterlippe. Darunter natürlich dann wieder auf der unteren Hälfte unseres Kreises etwa ist das Gesicht zu Ende. Das kann ich jetzt hier komplettieren. Das Kinn läuft relativ glatt hier rüber, so hier auch rüber und dann da hoch. Achtet beim Gesicht, deswegen mache ich das jetzt hier auf der linken Seite fertig, obwohl ich gleich die Haare drüber hänge, um das möglichst symmetrisch zu haben und nicht die eine Seite etwas unsymmetrischer als die andere. Hier knickt der Kopf so ein ganz kleines bisschen ein, das ist diese Delle da. Ansonsten bin ich jetzt aber schon relativ gut und kann hier die Haare drüber setzen. Genauso wie bei unserem Typen, hier oben trifft etwa genau der Haaransatz. Und hier fallen dann nach der linken Seite bei ihr die Haare hier über die Augen runter, bis hier unten, so. Hier oben kommen die runter und fallen dann da runter. Und da nach dieser Seite verschwinden hier hinter den Ohren, kommen hier unten wieder vor. Alles nur um meinen Kopf herumgelegt, denn die Grundform des Kopfes habe ich ja bereits. Und dann kann ich hier schon ein bisschen Dunkelheit setzen, wo die Haare hinter dem Kopf vortreten. Auf die Weise wird der Kopf schön gerahmt nochmal. So, hier oben auch schon, um so ein bisschen anzudeuten, wo der Schatten auf den Haaren liegt. Ihr seht das ganz gut hier, wo das alles dunkel ist. So
So, und da, wo das dann umschlägt und die Locke hier nach unten fällt, da werden die Haare wieder hell. Hier an der Seite läuft eine ziemlich dunkle Strähne lang. Das ist ganz praktisch, weil das das Gesicht schön abtrennt hier vom Haar. Läuft dann hier nochmal runter. Hier ein bisschen, da ein bisschen grau. Kann ich hier den Hals einzeichnen, der läuft ungefähr hier. Und kann jetzt, wo ich das so klar habe, noch ein bisschen mehr Detail bei den Augen geben. Hier an den Seiten, wo sie hier so schön geschminkt ist, da mache ich es ein bisschen dunkler. Wie gesagt, es geht jetzt heute noch nicht um Details bei Augen oder Nase oder Mund, sondern wir belassen es wirklich mal bei den Schatten. Mehr ist es hier noch nicht. Wie bei unserem Kerl können wir an den Ohren auch an den Stellen, wo es schattig ist, hier und hier, ein bisschen einfach eine dunkle Stelle hinzeichnen, wird es etwas realistischer. Aber das war es jetzt eigentlich. Jetzt zeichne ich noch ein bisschen die Haare klarer. Ich kann auch hier einfach mit einer Dunkelheit, die dann auch nochmal mit einem Schatten wieder die Iris andeuten, muss ich aber nicht. Hier mache ich das mal ein bisschen so wie bei dem Kerl auch, dass man so ein bisschen sich vorstellen kann, ah, hier sitzen die Augen.